Ja, liebe Zuschauer, darf Sie auch im Namen des SC Hessen 3 recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz anlässlich unseres Hessenligaspiels gegen den TSV Lehnertz. Gehen auch gleich in die Analyse der Trainer über und somit bitte ich Marco um dein Statement, bitte. Ja, erstmal hallo hier nach Dreieich von meiner Seite. Wir sind letztes Jahr hier angereist, haben uns damals schon hier sehr viel vorgenommen und sind auf dem gleichen Geläuf, auf dem Kunstrasen hier 5-0 unter die Räder gekommen. Da war das Spiel frühzeitig gelaufen. Ich glaube, nach 12, 13 Minuten stand es schon 2-0 für Dreieich. Dieses Jahr haben wir dann gestern erfahren, auch vom Co-Trainer Ralf Weber, so nett, dass er mir gestern Abend schon die Info gegeben hat, dass wir wahrscheinlich auf dem Kunstrasen spielen müssen. Darauf waren wir dann auch eingestellt, wussten auch, dass Dreieich heute uns auch wieder sehr früh unter Druck setzen möchte. Haben aber das System ein bisschen geändert. Letzten Wochen haben wir noch mit der Dreierkette hinten agiert. Heute haben wir mit einem 4-3-2-1 agiert in der Defensive. Und in der Offensive haben wir noch einen Mann nach vorne gezogen. Haben auch extra bewusst gesagt, dass wir den Spielaufbau nicht kontrollieren möchten. Weil wenn Dreieich uns dann in den Nahtstellen da die Bälle abluchst, werden sie immer wieder gefährlich. Und das ist uns ganz gut gelungen. Es war, glaube ich, kein sehr schönes Spiel für den Kunstrasen. Viele, viele lange Bälle. Viele Bälle auf den zweiten Ball sind viele gegangen. Im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Spiel heute mit der Mannschaft sehr zufrieden, ja. Ja, vielen Dank, Marco. Rudi? Ja, ich denke, dass man auf jeden Belag spielen muss. Und das hat meine Mannschaft, denke ich, heute auch nicht so angenommen. Wir haben einen sehr pomatischen Auftritt gehabt, finde ich. Das zeigt eigentlich schon an den Torchancen, die wir zu Anfang hatten. Wir hatten direkt am Anfang vor dem 1-0 eine 100-prozentige, die musst du machen einfach, wo Kaiba ja halb über den Ball tritt. Und dann patzt du natürlich dann auch bei einer Standardsituation hinten und das wird natürlich schwierig, das wussten wir dann auch. Wir haben dann versucht, in der Halbzeit einige Dinge zu korrigieren. Wir haben auch mit Auswechslung dann versucht, noch mehr Druck zu machen. Ich denke, das ist soweit gelungen, aber dass man dann eben nach dem 1-0, wenn die Zeit wegläuft, dann eben auch so ein bisschen aufmachen muss, das denke ich, das ist auch ganz normal. In dieser Phase haben wir dann eben das zweite kassiert. Ich muss aber sagen, Lennertz hat für mich einen sehr starken Auftritt gehabt. Das ist also nicht so, dass die das Spiel, so wie es heißt, nicht kontrolliert haben. Sie haben uns sehr gut gepresst, bin ich der Meinung. Ja. Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Sicherlich war es auch dann aus der Viererkette raus, sicherlich mit vielen langen Bällen zu spielen, aber wie gesagt, man muss alles spielen können und die vorne haben das sehr gut gemacht, die haben den Ball sehr gut abgeklemmt. Wir waren einfach nicht auf der Höhe, ja, um diese Dinge dann eben zu verhindern. Das haben wir in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gemacht und auch konzentrierter. Und du hattest auch die eine oder andere Möglichkeit noch, aber Spiele werden eben entschieden durch Tore. Das hatten wir schon gegen Eder Bergland, da hatten wir auch 300-prozentige. Das ist nicht passiert, also verlierst du auch zu Recht dann eben so ein Heimspiel. Nur noch mal Kompliment an den Gegner. Das war ein guter Auftritt. Dankeschön. Ja, danke, Rudi. Ja, Marco, du hast schon angesprochen, taktisch ein bisschen was verändert, gerade im Zug auf das Spiel im Winter hier, 4-2-3-1, wie du angesprochen hast. Uns von draußen war zu erkennen, die Leute waren unheimlich engagiert, motiviert, waren wahnsinnig eng an unseren Leuten und trotzdem versucht immer wieder klar nach vorne zu spielen. War das die Spielidee von vornherein, so den Gegner kommen zu lassen, kontrollieren und dann über den Konter versuchen, das Tor zu machen? Ja, wie ich ja schon gesagt habe, wir sind hier in Dreieich unter die Räder gekommen und konnten aber dann in unserem Heimspiel auch schon 1-1 gegen Dreieich spielen, wo wir auch schon die taktischen Vorgaben sehr gut umgesetzt haben. Und wir sind ja hier schon gegen eine sehr gute, erfahrene Mannschaft getroffen, die man nicht so ins Spiel kommen lassen darf, wo man von der Laufbereitschaft einfach an die Grenzen und ans Limit gehen muss. Das haben wir heute gemacht. Wir hatten letzte Woche unser Heimspiel, unser erstes Heimspiel der Saison. Da war ich mit dem Ergebnis zufrieden, aber mit der Laufbereitschaft überhaupt nicht. Das hat die Mannschaft heute wesentlich besser gemacht und das war, glaube ich, auch grundlegend, dass wir die Räume eng machen, immer wieder in die Positionen reinkommen, immer wieder in den Defensivpart und dann im schnellen Umschaltspiel. Rudi hat es ja gesagt, die mussten dann mehr riskieren. Trotz allem hatten wir noch eine 100-prozentige Chance, bevor das zweite Tor übergefallen ist, auch vom Herrn Regler, der den Ball knapp am Pfosten vorbeisetzt. Wenn man das ganze Spiel sieht, war es ein knappes Spiel. Es hätte vielleicht auch anders laufen können, aber ich denke, wir haben das Spiel definitiv nicht unverdient gewonnen. Und von meiner Seite weiter viel Glück hier nach Dreieich. Ja, gerne, absolut, gerne. Ja, Rudi, ich denke, Marco hat es schon angesprochen. Von unserer Seite war es klar, zweite Halbzeit ein bisschen mehr riskieren wollen. Kunstrasen hilft uns da nicht, auch wenn du sagst, muss auf jedem Geläuf gespielt werden. Aber ich denke, unsere Jungs haben sich trotzdem bemüht. Man hat auch gesehen, in den letzten Minuten dann doch nochmal die eine oder andere Chance rausgespielt, rausgekämpft fast schon.
Schade trotz allem. Ja, sicherlich ist das so, dass ein größerer Platz und ein längerer Platz uns natürlich zugutekommt. Nur Fußball, egal wo, ich kenne das eben nur so, musst du spielen auf jedem Platz. Ja, egal wie groß, wie breit und wie auch immer. Da musst du einfach konzentrierter zu Werke gehen. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren im Passspiel sehr, sehr schlampig heute. Sehr schlampig, muss man dazu sagen, dass ich nicht so gewohnt bin von meinen Jungs. Und das zeigt mir dann eben halt, dass du nicht richtig da bist. Ja? Und dann hast du diese Möglichkeiten, diese Chancen. Und dann bist du wieder nicht richtig da, weil du brauchst nur den Fuß hinhalten und brauchst nur Danke sagen vorne. Ja? Dann ist es eine umgekehrte Situation. Da muss der Gegner aufmachen. Und wir brauchen jetzt nicht dann im Prinzip so das Spiel dann zu bestreiten. Das ist, wie gesagt, uns nicht so gelungen. Das habe ich der Mannschaft gerade eben auch nochmal gesagt zum Schluss. Ich war ja gerade nochmal drin in der Kabine. Ab Montag möchte ich das wieder anders haben. Gut, die Fragen nach den Pressevertretern, die spare ich mir. Es sind nämlich keine mehr im Raum, wenn ich das richtig sehe. Marco, dann auf jeden Fall Glückwunsch zum Sieg. Rudi hat es gesagt, war nicht unverdient. Ganz im Gegenteil, habt ihr sehr gut gemacht. Auch euch wünschen wir viel Glück für den Rest der Runde. Allen Zuschauern, die heute hier den Weg zu uns gefunden haben, guten Nachhauseweg. Wir sehen uns ja dann am 9. September hier zum Heimspiel wieder. Vielen Dank für Ihr Kommen und bis bald. Ciao.